Wir stehen vor Gottes Leben, was er uns hier zumutet, ein Stück weit auch, in das er uns reinwirft. Und ja, können das nicht komplett erfassen. Du hörst gerade Stadtlicht Podcast für Chemnitz. Hallo, du hast gerade Stadtlicht Podcast für Chemnitz. Wir steigen heute in eine neue Serie ein, die heißt Prediger, Leben unter der Sonne. Ich bin Tamara, hier drüben neben mir sitzt Tristan. Hallo. Hallo. Und Thaddäus ist auch da. Hi. Und wir wollen ein bisschen einsteigen in ein Gespräch über das Buch Prediger. Also Jahresthema war ja letztes Jahr das in Jesus verwurzelt sein, genau. Und wir hatten da als so Leitbild so diese Pflanze, die einfach starke Wurzeln hat und die aber vom Wind hin und her gefledert wird und was weiß ich, die aber nicht ausgerissen wird, einfach weil die Wurzeln einfach gut sind. Und deswegen haben wir auch letztes Jahr so ein bisschen über die Weisheitsliteratur schon geredet und wollten eigentlich auch letztes Jahr einen Podcast zum Prediger schon machen, haben wir aber nicht geschafft. Aber wir holen das einfach nach, weil es passt, glaube ich, auch ganz gut zu diesjährigen Jahresvision oder ja zum diesjährigen Jahresthema. Wie ist das nochmal, Tadio, was hast du gemerkt? Jesus begegnen, gesunden Glauben, sichtbar leben. What? Genau. Ja. Oder was, gesunder Glauben, sichtbar leben? Ich weiß gar nicht genau. Gesunden Glauben, sichtbar leben. Wir haben so lange über diese Grammatik diskutiert. Das war unglaublich. Mist, ja, aber nicht so lang. Genau, aber die Weisheitsliteratur passt einfach trotzdem gut dazu, einfach das Leben in seiner Beschaffenheit zu betrachten und irgendwie herauszufinden, wie navigiere ich das irgendwie gut und gesund, auch als Christ. Deswegen schmeißen wir den Podcast heute einfach nochmal nach, weil es einfach zu beiden Themen gut passt und weil wir Bock drauf hatten. Mhm. Also. Genau, Weisheitsliteratur, da hatten wir ja, wie gesagt, letztes Jahr schon eine Predigtserie dazu. Wer Lust hat, kann gerne nochmal auf unserem YouTube-Kanal nachschauen nach der Predigt vom 5.3.2023. Die heißt Perspektiven für unser Leben durch Sprüche, Prediger und Hiob. Da wurden quasi so ein bisschen die Weisheitsliteratur erklärt. Was ist das? Ja, also dazu gehören eben vor allem hauptsächlich die Bücher Sprüche, Prediger und Hiob. Mhm. Und das ist ja ganz spannend. Das Predigerbuch hat so einen speziellen Aspekt, den es beiträgt zu dieser Thematik Weisheitsliteratur, Hiob wiederum und Sprüche auch. Mhm. Und da hat man das so grob gesehen. Die Sprüche haben eine ziemlich lebenspraktische, sehr manchmal einfach gestrickte Logik. Ne, tu das Richtige, dann wird ja auch das Richtige im Leben passieren, dann geht's dir gut. Der Prediger, der hat dann so ein bisschen eine, ja, manche sagen, skeptischere Sicht aufs Leben und beschreibt auch ja vor allem die Dinge, die halt nicht so kategorisierbar sind im Leben, die eher uns auch überfordern oder in denen wir einfach nicht so wirklich drinne stecken, mit denen wir auch oft an unsere Grenzen kommen. Und hier ist ja dann nochmal ein ganz anderes Buch vom Funktionieren her, wo einfach eine Einzelperson im Blick genommen wird, die einfach übelst schlimme Sachen erlebt, obwohl sie eigentlich übelst gottesfürchtig ist und so. Mhm. Genau. Und so auch nochmal einen Punkt bringt. Und so stehen irgendwie diese drei Weisheitsschriften im Dialog miteinander, aus dem wir auch lernen können. Und das Predigerbuch ist eben ein Teil davon. Und das soll der Gegenstand unseres Podcasts sein. Ich bin mal gespannt. Genau. Also der Prediger gehört schon in diese Gruppe mit rein. Die haben sich gegenseitig schon auch was zu sagen und die wollen sich auch gegenseitig aufeinander beziehen, so ein bisschen. Wenn Sprüche sagt, wer anderen eine Grube gräbt oder so, fällt selbst hinein, so geht das. Das ist so das Sprüche-Ding, wenn du Kacke machst, dann ist halt Kacke. Und Prediger entgegnet dann aber, es gibt auch ganz viele Menschen, die Gruben graben und die dann nicht reinfallen, sondern andere Leute reinfallen, die da gar nichts mit zu tun hatten. So. Es gibt auch ein ziemlich cooles Video von BioProject, wo sie diese drei Bücher ziemlich gut zusammenfassen. Mega. Und Prediger wird als so eine kritische, etwas älteren Mann irgendwie beschrieben. Also jemand, der halt vielleicht ein bisschen zynisch ist, ein bisschen kritisch ist dem Leben gegenüber. Das ist ja auch so ein bisschen das Stigma des Predigerbuches, was es auch vielleicht unter vielen Christen hat. Also das ist immer so ein bisschen, ja, da gibt es dieses eine Buch im Alten Testament, was so nihilistisch irgendwie ist und alles ist nur scheiße und sinnlos. Ich glaube, es ist gar nicht so. Werden wir auch noch sehen im Laufe des Podcasts. Mhm. Aber es hat natürlich schon, da ist was dran, sage ich mal, an dieser Wahrnehmung, Beobachtung. Und viele können deswegen mit dem Buch Prediger auch nicht wirklich was anfangen. Ja. Ist ja irgendwie so, ja, ein bisschen trostlos und keine Ahnung. Ja. Wir werden mal schauen, was uns der Prediger zu bieten hat. Und dazu eine ganz kurze Einladung, was es mit dem Buch auf sich hat, wie ist es grob entstanden, wo kommt das her? Also wie gesagt, ist irgendwie ein Teil der Weisheitsliteratur. Die Weisheitsliteratur ist so eine Art von Denkweise, die entsteht in Israel irgendwann dann so ums Jahrtausend rum, grob. Und ja, der Prediger, das Hebräisch, was da verwendet wird und verschiedene andere Aspekte sprechen irgendwie dafür, dass er wohl wahrscheinlich nach dem Exil entstanden ist. Gibt es aber auch andere
Sichtweisen, sage ich mal. Manche sagen auch, da gibt es eine Verbindung zu Salomo irgendwie. Und da wird ja auch irgendwie implizit mit genannt, Salomo, aber nicht ganz, ganz explizit. Ja. Und auf jeden Fall gibt es aber, und das ist ganz spannend, im Buch Prediger gibt es zwei Figuren, die uns begegnen. Zum einen gibt es den Prediger selbst und es gibt den Autoren. Der Autor, der ist quasi der Typ gewesen, der diese ganzen Schriften und Aussprüche von dem Prediger gesammelt hat und zusammengestellt hat zu diesem Buch. Und der gibt am Ende des Predigers nochmal so einen Kommentar ab. Da können wir mal reinlesen. Ganz am Ende vom Prediger kann man da anfangen. Kapitel 12. Das war immer als Kind, also als Teenie, das war immer mein absoluter Lieblingsvers. Genau. Warum auch immer. Da, also der Lieblingsvers von Tristan von früher kommt dann ganz am Ende mit vor, jetzt sozusagen. Und nachdem quasi der Autor des Buches Predigers die ganzen Sprüche des Predigers zusammengestellt hat, gibt er selbst nochmal einen Kommentar dazu zur Person des Predigers und aber auch will nochmal so eine gewisse Note nochmal mitgeben. Ich lese einfach mal vor. So, der Autor schreibt über den Prediger. Der Prediger war nicht nur ein Weiser, sondern auch ein Lehrer, der dem Volk sein Wissen weitergab. Er wog ab, prüfte und formte viele Sprichwörter. Der Prediger suchte, gefällige Worte zu finden, wahre Worte richtig niederzuschreiben. Die Worte von Weisen sind wie Ochsenstecken und gesammelte Sprüche wie eingeschlagene Nägel. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen. Das viele Bücher machen findet kein Ende und das viele Studieren ermüdet den Leib. Lasst uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun, denn Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene, es sei gut oder böse. Das war quasi. Sorry, was davon war dein Lieblingsvers als Ding? Vers 13, 14. Also lasst uns nun das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Wow. Das soll jeder Mensch tun. Du warst denn so Gott heilig, Tristan. Jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene, es sei gut oder böse. Ja, und die Zusammenfassung hier oder dieser Schlusskommentar des Autoren über den Prediger lässt uns vieles schon blicken. Zum einen sehen wir, der Prediger war ein Dude, der unterwegs war und Leute gelehrt hat. Das wird hier beschrieben und das bedeutet letztlich auch das Wort Prediger. Also im Hebräischen heißt das ja Kohelet oder dann im Englischen ein Ekklesiastes. Das ist im Prinzip einfach eine Figur, die vor Menschen irgendwas Sinnvolles erzählt. So, und dieser Prediger hat quasi versucht, das Leben sinnvoll und gut zu beschreiben und gute Sprüche einem mitzugeben. Die werden quasi beschrieben hier als krasse Sprüche, die irgendwie wie eingeschlagene Nägel sind, also die markant sind, einprägsam, die irgendwie einem hängen bleiben. Und gleichzeitig sehen wir, dass es dem Autoren hier sehr wichtig ist, nochmal am Ende zu betonen, es gibt aber auch eine Perspektive, die über das Leben hinausgeht, nämlich die des Gerichtes. Gott wird mal jedes Tun des Menschen richten. Das ist nämlich eine Perspektive, die im Predigerbuch fast nicht vorkommt. Also man könnte sagen, kommt nicht vor. Es gibt so zwei, drei kleine Andeutungen, wo man denkt, der Prediger hat auch schon ein Verständnis von dem Leben nach dem Tod. Das ist wirklich im Predigerbuch sehr, sehr klein gehalten. Es gibt quasi nur den Blick auf dieses Leben. Das nennt der Prediger das Leben unter der Sonne. Und das ist irgendwie dann immer ein bisschen bedrohlich. Wenn man es liest, denkt man, es gibt keine Ewigkeit im Prediger. Was? Es gibt kein Leben nach dem Tod. Was ist mit Jesus? Was ist mit der Auferstehung? Was ist mit dem Reich Gottes? Was ist mit dem Himmel? Ja. Ist das da alles nicht dabei? Ja und nein, es spielt tatsächlich im Buch Prediger quasi keine Rolle. Schon am Ende, wie gesagt, durch den Autoren, der Aspekt des Gerichtes kommt dazu. Aber der Prediger will ganz bewusst nur das Leben hier auf der Welt betrachten, beziehungsweise er kannte auch nur das Leben hier auf der Welt. Er hatte diese Ewigkeitsperspektive noch nicht. Das ist ja eine Lehre, die erst Stück für Stück entstanden ist in der Bibel. Und der Autor hatte aber diese Lehre und diese Überzeugung schon gewonnen, dass es weitergehen muss nach dem Leben, dass es nicht sein kann, dass mit dem Tod alles zu Ende ist. Und deswegen wollte er das hier nochmal ergänzen. Ja. Und das ist eine spannende Sache. Das ist was ein bisschen in der Spannung steht. Irgendwie als Christen leben wir im Neuen Bund, ganz klar. Und da ist Jesus ganz zentral, der hat das Reich Gottes verkündigt. Und da geht es um eine Realität der Zukunft, die jetzt in unserer Gegenwart schon präsent wird und die jetzt schon wirkt und die jetzt schon irgendwie eine Auswirkung auf unser Leben hat. Aber die lebt natürlich davon, dass das Reich Gottes mal in Vollendung kommen wird. Ja. Und darauf leben wir hin. Das ist eigentlich das, worum es geht im Neuen Testament. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und solche Geschichten. Matthäus 6, Vers 33. Im Prediger scheint dieser Aspekt nicht da zu sein. Und das ist das, was manchmal so verunsichernd ist. Und gleichzeitig, finde ich persönlich aber immer wieder, ist das auch eine Stärke der Bibel. Sie kann verschiedene Weltdeutungsansätze nebeneinander stehen lassen und vielleicht auch miteinander passieren lassen. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber damit will ich einfach sagen, ja, das Reich Gottes ist unser großes Ziel als Christen und alles, was damit zu tun hat, und das sollten wir auch nie vergessen. Und gleichzeitig müssen wir ja trotzdem, sagen wir mal, 60, 70, 80 Jahre im Durchschnitt
hier leben, auf dieser Welt, unter der Sonne leben. Mhm. Also mein Ziel ist 101. Ja, 101. Aber wir müssen irgendwie leben, vielleicht sogar 101 Jahre alt. Und der Prediger kann in diesem Leben oder der Sonne uns trotzdem gute Ratschläge geben. Und das muss genau, gar nicht irgendwie im Widerspruch stehen zu dem Reich Gottes, nachdem wir trachten, dass es darum geht, irgendwie ne, nach dem zu trachten, was Jesus dort uns vorgelebt hat. Mhm. Gleichzeitig ist es aber, sind es gute Punkte. Für mich ist Prediger auch immer, also eher auch so, so eine Einladung, nochmal neu, noch einen Schritt zurückzugehen, auch als Christ jetzt, und nochmal ein Gedankenexperiment zu machen. Was ist denn, was wäre, wenn das hier wirklich alles wäre, so das Leben hier unter der Sonne? Mhm. Was könnte ich mir daraus mitnehmen, oder was ist die Beschaffenheit dieses Lebens hier trotzdem, weil wir in einer Welt leben, die jetzt noch nicht Gottes Wesen entspricht oder dem was Gott sich gerne wünscht für diese Welt, das von Sünde und von ganz vielen anderen schlechten Sachen geprägt ist. Und wie kann ich das navigieren? Was wäre, wenn das hier alles wäre? Gibt es aus diesem Gedankenexperiment, wenn ich das zulasse, mir das mal vorzustellen, gibt es da trotzdem Sachen, die ich lernen kann, auch als Christ, der jetzt im neuen Bund lebt? Und ich finde schon, dass es da vieles gibt, wenn ich versuche, hier irgendwie einen Sinn hinter dem zu finden, was hier auf der Erde ist. Ich glaube schon, dass man da viel mitnehmen kann, auch was es heißt, als Mensch einfach hier zu leben, so in der Realität, in der wir leben, in dem Leben, in dem ich auch wenig unter Kontrolle habe, in der ich Gottes Wirken auch oft gar nicht verstehe, in der ich alles ein bisschen unsicher auch trotzdem ist, auch wenn ich die Reich Gottes Perspektive habe. Ich finde es trotzdem sehr, also deswegen voll das wichtige Gedankenexperiment, unangenehm, aber interessant und hilfreich auch. Das ist ja irgendwo auch, finde ich, eine Stärke des Alten Testamentes, in dem ja diese Ewigkeitsperspektive quasi noch keine Rolle spielt. Mhm. Es ist eine Stärke des Alten Testamentes, sich auf das Leben hier innerhalb unserer 80 Jahre, was weiß ich, zu beschränken. Mhm. Ja, alle Verheißungen im Alten Testament beziehen sich irgendwie auf das Leben hier. Ja? Und das führt dazu, dass das Alte Testament eine sehr lebensangehende Lebensweisheit mitgeben will, kulminieren, also vor allem halt in den Weisheitsschriften. Mhm. Und das ist was Cooles, was es im Neuen Testament auch gibt, aber nicht so stark. Im Neuen Testament hast du eben oft dieses Jahr, das Reich Gottes kommt und wir müssen jetzt ja halt irgendwie danach trachten. Und oft hat man ja auch damals noch gedacht, Jesus kommt ja sehr, sehr schnell wieder in den nächsten 10 Jahre. Ja. Und da hat es gar nicht dazu geführt, dass man sich mal fragt, ja, wie schaffe ich jetzt mit meiner Steuererklärungszeugs klar zu kommen? Ist ja egal, komm, Jesus kommt bald wieder, scheiß drauf. Oder, oder lohnt es jetzt noch wirklich eine schwierige Beziehung anzufangen oder so, mal ein bisschen, ja komm, egal, mach's lieber nicht, Jesus kommt bald wieder. Also das ist so ein bisschen, da in diesem Neuen Testament hat es manchmal so ein bisschen dieses Lebensabschneidende. Also es ist gar nicht negativ gemeint, ist einfach ein Resultat daraus. Und das hast du aber im Alten Testament gar nicht. Ja. In der Weisheitsliteratur sieht man das ganz sehr, dass sich ganz sehr gefragt wird, wie kommen wir mit dem Leben klar? Es wird gerungen, das Leben wird beobachtet. Mhm. Und es werden Tipps gegeben, die helfen sollen, mit dem Leben wirklich klar zu kommen. Und das ist die Stärke des Predigers, der wir uns aussetzen wollen. Voll. Ja. Cool. Wir sind in der ersten Folge von, wie viele Folgen wollen wir machen? Fünf? Fünf, ja. Genau, wir gucken heute uns Kapitel 1 bis 3 ein bisschen an, werden ein paar Sachen vorlesen, ein paar Sachen zusammenfassen. Wir werden nicht ganz chronologisch durchgehen durch den Text, aber wir werden die meisten Sachen, denke ich, mit besprechen. Und wir werden einfach mal gucken, wohin uns der Text so führt und was so ein bisschen mit uns macht. Genau, ich denke, wir fangen vorne an. Der erste Punkt, den wir jetzt betrachten wollen, ist, das Leben ist Hevel. Yes. Tja, was hat es mit diesem Wort auf sich, Hevel? Das ist natürlich eine spannende Sache. Mhm. Das Leben ist Hevel, unser erster Punkt. Wir lesen gleich mal ein paar Texte vor aus dem Buch Prediger. Und ganz kurz vielleicht dazu das Wort Hevel. Das wird übersetzt in der Übersetzung, die wir hier nutzen, mit zum Beispiel nichtig und flüchtig. Ja? Genau, das ist also so die erste Aussage, die über das Leben getroffen wird, was so ein bisschen über dem Prediger steht. Das Leben ist nichtig und flüchtig. Im Hebräischen ist Hebräisch, ne? Ja. Hevel, steht dieses Wort Hevel und ist einfach so ein, also wie eine Metapher eigentlich fürs Leben. Steht für so Rauch oder so Dampf, eigentlich mehr Rauch. Und es ist so ein bisschen, also ich finde es eine sehr komplexe Metapher für das Leben, die einfach übelst viel aussagt, weil wenn man sich jetzt so Rauch in der Kerze vorstellt oder Zigarettenrauch oder keine Ahnung, wenn draußen kalt ist und man so ausatmet, dann sieht man auch Rauch, aber Rauch ist auch immer was, das ist irgendwie in der einen Sekunde da und dann ist es aber auch direkt wieder weg. Das heißt, es kommt und geht, es ist so super vergänglich, ist nicht wirklich nicht lange da, aber vielmehr ist es auch einfach so der Rauch als ein Rätsel oder ein Mysterium auch, was man nicht ganz greifen kann, auch irgendwie paradox, weil man kann den Rauch sehen
Und der ist ja irgendwie schon da, der existiert. Aber wenn ich versuche, den anzufassen oder zu greifen, dann ist er einfach, dann ist er weg. Ja, also der entrinnt mir total. Das ist irgendwie so unkontrollierbar. Ja. Also wenn man danach irgendwie greift, dann ist es super schnell weg, obwohl es relativ fest aussieht. Also manchmal, finde ich. Also wenn du eine Wolke aussiehst, anschaust. Genau. Man kann sich vielleicht ein bisschen merken, man kennt ja den Abel wahrscheinlich aus der Urgeschichte ganz am Anfang. Auf Hebräisch heißt der Avel und Hevel und Avel klingt so ähnlich und es hat auch ähnliche, also hat eine Verbindung miteinander. Avel ist ganz schnell gestorben, war wieder weg und von Kain umgebracht. Und so in die Richtung wird das Leben beschrieben. Nichtig und flüchtig, sagte der Prediger, nichtig und flüchtig. Ja. Alles ist nichtig, so fangen die Worte des Predigers an. Ja, und das ist natürlich erstmal eine krasse Feststellung zum Leben. Das Leben ist nicht kategorisierbar, es ist nicht so einfach und es ist spannend irgendwie. In dem Sinne finde ich es, sorry. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als Teenie, als Kind habe ich oft dieses nichtig oder flüchtig als sinnlos irgendwie verstanden, irgendwie, dass das Leben sinnlos ist, aber damit ist nicht sinnlos irgendwie gemeint, sondern dass der Sinn oft nicht klar ist, also im Leben, dass das Leben ein bisschen random vorkommen kann. Ja, das ist auch das, was ich so ein bisschen gemeint habe mit, ich versuche das anzufassen und ich versuche das danach zu greifen, so ein bisschen es greifbar zu machen und in dem Moment entrinnt es mir, weil ich es nicht kann. Also ich versuche das irgendwie, und das ist auch so ungefähr der Blick des Predigers aufs Leben, ich versuche das irgendwie begreiflich und verstehbar zu machen, das irgendwie zu greifen und zu gucken, ey, was kann ich denn für mich behalten so? Und merke, es ist total, also es ist mir ein absolutes Rätsel, das Leben. Und ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht greifbar machen. Es ist irgendwie total ein Mysterium eigentlich einfach für mich, hier auch in diesem Leben zu leben. Und es vermittelt aber auch, finde ich, gleichzeitig so einen super ehrlichen Blick einfach aufs Leben, auch wenn man Christ ist und auch wenn man an Gott glaubt, weil der Prediger glaubt ja auch an Gott. Mhm. Und das einfach, ich finde es auch eine erfrischende Art und Weise, über das Leben nachzudenken, weil es einfach einen ehrlichen Glauben auch herausfordert. Einen Glauben, der auch okay damit ist, hier und da mal keine Antwort zu haben und das ist ja strugglen so, und so. Das ist ja manchmal unter Christen so ein bisschen, kenne ich auch von mir selber, ne, dass man so irgendwie gefühlt, ja, ich weiß ja alles. So, ne? In der Bibel steht es ja drin, bam, so. Mhm. Also habe ich einen Durchblick, aber ja, die Bibel hilft uns auch noch bis zum bestimmten Punkt, bis zum wichtigsten Punkt, bis zu Gott hin, logisch, ne? Aber es gibt viele Dinge, die bleiben irgendwo offen und da hat der Prediger einfach den Finger reingelegt und das ist sehr gut und wichtig. Und er beschreibt das mit ein paar Texten gleich am Anfang seiner Ausführungen und die lesen wir einfach mal vor jetzt. Zwar Kapitel 1, Vers 3 bis 11 und dann lesen wir noch Kapitel 3, Vers 1 bis 15. Das passt alles ganz gut zusammen. Wer will lesen? Ist die Frage. Immer der, der fragt. Oh no. Okay, ich lese. Wir benutzen übrigens die NEU als Übersetzung. Die haben wir alle vor uns liegen. Mal gucken, ob wir das nochmal ändern, aber wenn, dann sagen wir euch Bescheid. Zwischendrin. Ja. Yeah. Machen wir. Cool. Also Prediger 1 ab Vers 3 bis 11. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe und Plage unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt, aber die Erde besteht immer fort. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Dann eilt sie dem Ort zu, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht nach Süden, er kreist nach Norden, er dreht und dreht und weht und er kommt zum Ausgangspunkt zurück. Alle Flüsse fließen ins Meer und das Meer wird nicht voll. Zum Ort, wo sie fließen, da fließen sie wieder und wieder. Alle Dinge mühen sich ab, keiner fasst sie alle in Worte. Das Auge wird vom Sehen nicht satt und das Ohr vom Hören nicht voll. Was gewesen ist, wird wieder sein. Was man getan hat, wird man wieder tun. Und nichts ist wirklich neu unter der Sonne. Wohl sagt man, sieh her, da ist etwas neu. Doch es war längst schon einmal da, in den Zeiten vor uns. An die früheren denkt man nicht mehr. Und an die späteren, die nach uns kommen, auch an sie wird man sich nicht mehr erinnern. Bei denen, die noch später am Leben sind. Genau, hier sieht man schon mal in dem ersten Abschnitt, es werden so ganz banale Beobachtungen getroffen zum Leben. Ne? Geschlechter, also bestimmte Generationen oder Menschen kommen und gehen wieder. Ne? So, die Sonne geht auf, die Sonne geht wieder unter, der Wind weht. Also Beobachtungen aus der Natur, die Flüsse, blan, blub, alles nutzt sich irgendwie ab. Und damit wird irgendwie so diese Gewaltigkeit des Lebens ausgedrückt. Wir stecken irgendwo in Zyklen drin oder in Abläufen. Tja, die können wir gar nicht ändern. Die passieren einfach und wir stecken da irgendwie drin. Und so viel Neues passiert da letztlich irgendwie auch nicht. Irgendwie haben wir doch gar keinen möglichen Zugriff drauf. Ja, voll. Und dem schließt sich dann der nächste Text auch gut an. Es sei denn, jemand will noch was
Ja, genau. Ich finde, also ich habe ein ähnliches Gefühl, wenn ich das lese, wie du gerade gesagt hast, weil ich finde, für mich klingt es ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, so ein eindrucksvolles Gedicht, was ihr gerade was ich gerade vorgelesen habe. Und ich finde, da wird einem, wenn ich mir so krasse Naturereignisse und so Zusammenhänge vorstelle und mir das vor Augen male, so wie das Gedicht ihr manchmal macht, dann denken viele an Natur und denken an Gottes Schönheit oder so. Oder aber ich finde, ich denke ganz oft an Natur und denke mir, alter Schwede, das ist echt, ich bin super klein und habe gar nichts zu sagen einfach. Und für mich ist das ein ganz großes Respekt einflößendes Gebiet auch einfach. Und wenn ich das lese, denke ich mir, ich bin echt ein winziger Fleck in der Weltgeschichte. Und es macht einen super andächtig zu wissen, das Leben und die Welt bewegen sich. Und es ist immer wieder gleich, Sonne, Flüsse, Winde, die wehen immer wieder in dieselbe Richtung und kommen immer wieder an derselben Stelle hoch und wieder unter und ich kann einfach nichts dran ändern. Es ist völlig egal, was ich mit meinem Leben anfange. Morgen geht die Sonne auf und morgen Abend geht sie wieder unter und es wird nichts anders sein. Und immer so weiter, bis keiner mehr von uns da ist. Und das ist irgendwie eine Darstellung oder eine Feststellung, die ich super furchteinflößend finde, aber nicht im negativen Sinne furchteinflößend. Einfach, ich habe einen riesigen Respekt und riesige Demut auch in mir, zu sagen, Alter, wer bin ich, wenn ich vor diesen ganzen Sachen stehe. So. Ja, schon herausfordernd. Ja, und so wie die Dinge eben da ein Stück weit beschrieben werden, ja, so sind sie im Leben irgendwo ausgeliefert. Aber nicht nur die Naturereignisse und solche Sachen haben irgendwie so eine Festigkeit, in der wir nicht rütteln können, sondern auch generell die Ereignisse des Lebens. Und das wird jetzt in dem nächsten Text beschrieben. Das ist so ein typischer Beerdigungstext, den man vielleicht da auch oft schon mal gehört hat. Ich lese mal rein. Kapitel 3, Vers 1 bis 15. Jedes Ding hat seine Zeit. Das gilt für alles, was unter dem Himmel geschieht. Zeit zum Gebären und Zeit zum Sterben, Zeit zum Pflanzen und Zeit zum Ausreisen, Zeit zum Töten und Zeit zum Heilen, Zeit zum Niederreisen und Zeit zum Aufbauen, Zeit zum Weinen und Zeit zum Lachen, Zeit des Klagens und Zeit des Tanzens, Zeit Steine zu werfen und Zeit Steine zu sammeln, Zeit sich zu umarmen und Zeit sich loszulassen, Zeit zum Suchen und Zeit zum Verlieren, Zeit zum Aufheben und Zeit zum Wegwerfen, Zeit zum Zerreißen und Zeit zum Nähen, Zeit zum Schweigen und Zeit zum Reden. Zeit zum Lieben und Zeit zum Hassen, Zeit des Krieges und Zeit des Friedens. Na, hier werden in diesem Textabschnitt Dinge beschrieben, Ereignisse, die passieren können, zum Beispiel Krieg oder Frieden oder was weiß ich, dass man jemanden hasst oder liebt. Das wird jetzt gar nicht hier moralisch gewertet, ob das richtig ist oder falsch, sondern es ist einfach so, es gibt diese Zeiten. Und es wird halt irgendwie beschrieben, alles hat eben seine Zeit. Das heißt, die Dinge passieren einfach, wie sie passieren. Und man hat darauf gar nicht so den krassen Zugriff, zum Beispiel Steine werfen und Steine sammeln, das ist halt so gemeint, man wirft Steine aufs Feld, wenn man ein Land erobert sozusagen und die Fruchtbarkeit des Ackers kaputt machen will und man muss sie aber auch wieder einsammeln, wenn es bei dir passiert ist und so. Ja. Also das sind immer solche Sachen, ja, denen bist du irgendwie ausgeliefert, das ist ja auch irgendwie heute so, immer noch. Also irgendwie, es gibt Ereignisse in dieser Weltgeschichte, Krieg da, irgendwie Krankheit dort oder Hungersnot dort. Das sind Dinge, die passieren einfach. Man kann sie vielleicht irgendwo jetzt mittlerweile prognostizieren, aber letztlich wusste, glaube ich, keiner vor 3-4 Jahren, was so in den nächsten 3-4 Jahren uns so begegnen wird. Und dem sind wir irgendwie ausgeliefert. Ja, es gibt gute Zeiten, es gibt schöne Zeiten, es gibt aber auch nicht so schöne Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Schicksal ist neu. Man merkt es nicht im normalen Alltag. Es gibt mal eine Woche, die läuft gut. Ne? Es gibt mal eine Woche, die läuft nicht so gut. Ja, manchmal, wenn man Leute erwürgen, manchmal. Ja. Ich finde es lustig, weil ich finde, das ist eine Stelle, die oft vorgelesen wird oder die ich mir so in meiner christlichen Sozialisierung oft vorgehalten habe, wenn es mir mal nicht so gut ging oder so. Aber ich habe es eher. Also man nimmt es oft auch so, um zu sagen, ja, es ist okay, die Zeit, in der man gerade ist, es ist okay, die muss jetzt nicht anders sein. Und ich glaube, ich habe das manchmal verwechselt mit dem, was du gesagt hast, das ist irgendwie gut, dass es so ist. Und dann habe ich mich gewundert, warum ist es denn gut, dass es Krieg ist und so. Was ja offensichtlich nicht ist, aber es ist einfach eine nüchterne Analyse von, es gibt diese Zeiten und die gehören alle zu diesem Leben dazu. Und die existieren alle, so ist einfach das Leben und so ist das Leben beschaffen und so ist auch die Menschheit so ein bisschen beschaffen. So wird es das immer sein und so wird es auch immer wieder sein. Und es ist einfach auch eine Zusage, das ist jetzt nicht, du hast jetzt nicht irgendwas Krasses falsch gemacht oder was nicht. Oder es ist jetzt nicht, es ist keine übelste Katastrophe,
für dich, wenn es dir mal nicht gut geht oder wenn es mal eine Zeit gibt, wo es nicht ganz so geil ist, aber es ist halt einfach die Beschaffenheit des Lebens so. Das ist das Leben unter der Sonne. Ja. Und das wird hier beschrieben und der Prediger beschreibt dann weiter, ich lese mal noch von Vers 9 bis 11. Wenn jemand etwas tut, welchen Gewinn hat er von seiner Mühe, ne, angesichts dieses Ausgeliefertseins des Lebens, dem Leben gegenüber? Mhm. Ich sah mir an, womit Gott die Menschen sich abmühen lässt. Das wirkt so ein bisschen anklagend, aber es ist einfach nur eine Beschreibung im Grunde. Ne? Ja. Ich sehe das, der Mensch steckt in diesem drinne und hat da durchaus auch Mühe. Kennen wir ja alle irgendwie auch und andere Menschen noch viel mehr als wir hier in Deutschland. Ja. Alles hat er so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende kann kein Mensch begreifen. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen das, ein kleines Fazit zu diesem Text und diesem Alles hat seine Zeit. Mhm. Mhm. Ja, die Frage ist, du hast ja vorhin gesagt, eigentlich in dieser Zeit oder in der Zeit des Alten Testaments oder so, da gibt es die Perspektive Ewigkeit gar nicht. Die Frage ist, was, why? Ja, also das ist eine lustige Bibelstelle, die ist auch sehr bekannt. Es gibt auch jetzt ein Lobpreislied, wo es heißt, die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast ihn mir ins Herz gelegt. Genau, ja. Richtig. Das, glaube ich, ist ein Bezug auf die Bibelstelle. Wollen wir stattdessen einfach so einen Lead-Podcast machen? Ja, lass uns singen. Das ist halt schon spannend. Also ich habe mal geguckt, ein paar Kommentare und so. Also das Wort für was hier hinter Ewigkeit sich verbirgt, das heißt auf Hebräisch Olam. Und das kommt zum Beispiel auch schon an anderen Stellen vor, die wir heute schon gelesen haben. Zum Beispiel kommt es vor bei Kapitel 1, Vers 10. Wohl sagt man, sieh, Herr, da ist etwas neu, doch es war längst schon einmal da in den Zeiten vor uns. Hier steht auch Olam für das Wort Zeiten vor uns. Mhm. Wo man merkt, das ist nicht 1:1 mit Ewigkeit zu verstehen, wie wir es christlich verstehen, aufgrund von Jesus, sondern Olam, also dieses Wort für Zeiträume, lange Zeiträume, ist einfach ein Wort, was, ja, eine Zeit beschreiben will, die über dein Tod hinausgeht oder auch vor deinem Tod, vor deiner Geburt sogar schon war. Also einfach so die Abläufe des Lebens sind quasi hier gemeint. Und die Ewigkeit hat er uns ins Herz gelegt. Da denkt man ja auch so dran, oh, wir haben irgendwie so einen Instinkt und so eine Intuition nach der Ewigkeit zu suchen. Das mag auch so sein, das würde ich auch unterstreichen. Ganz klar, der Mensch sucht irgendwie nach mehr, nach Gott. Das steckt irgendwie in ihm drinne. Aber hier ist das Herz ganz rationalistisch zu verstehen. Das Herz ist der Sitz auch des Verstandes, des Denkens, des Nachdenkens. Und somit will hier einfach gesagt werden, ein Stück weit, dass diese krassen langen Zeiträume, da machen wir uns Gedanken drüber als Menschen. Da denken wir drüber nach und kommen letztlich nicht zu einem richtig coolen Schluss. Also da gibt es eine Übersetzung, die Gute Nachricht Bibelübersetzung, die macht es, versucht das stark zu machen, diese Sicht, diese Auslegung. Gibt es aber ja unterschiedliche Meinungen dazu. 3 Vers 11, Gute Nachricht Bibel. Gott hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er eine Ahnung von diesem riesigen Ausmaß der Zeiträume gegeben. Aber von dem, was Gott in dieser unvorstellbar langen Zeit tut, kann der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen. Also ist schon ein bisschen Interpretation mit dabei bei der Besetzung. Aber es macht halt einfach deutlich, es geht hier genau um das, was wir in dem Text vorher gesehen haben. Es gibt Dinge, die passieren einfach. Wir stehen da irgendwie drinne und können uns dazu Gedanken machen, ja, haben diese Zeiträume in unseren Herzen, in unserem Verstand. Und gleichzeitig steht dann aber das Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende kann kein Mensch begreifen. Und das ist eine unheimlich krasse Aussage, die einem zu einer unheimlichen Demut bringen darf. Wir können das, was Gott geschaffen hat und was er tut, von Anfang bis Ende, und das, wenn das immer so dieses von Anfang bis Ende, das ist ein Stilmittel, um die Gesamtheit von allem auszudrücken. Wir stehen ein Stück weit als Menschen da und können nicht alles verstehen. Das ist ja eigentlich auch was alle Christen irgendwo auch wissen. Ich höre oft so diese Sätze wie, ja, irgendwo sind wir halt nur Menschen oder keine Ahnung, wir können was nicht verstehen, oder wenn es um Dreieinigkeit oder sowas geht, dann heißt es dann ganz oft sowas wie, ja, wenn wir Gott erklären könnten, dann wäre es ja nicht Gott. Und das stimmt ja auch richtig, genau. Und sowas ist hier quasi gemeint. Wir stehen vor Gottes Leben, was er uns hier zumutet, ein Stück weit auch, in das er uns reinwirft, und ja, können das nicht komplett erfassen. Tja, geile Aussagen bisher, oder? Das ist erstmal eine super Beschreibung. Das Leben ist heavy. Das Leben ist ein Stück weit nicht greifbar. Vor allen Dingen ist es schon wieder nervig. Das ist so ein Punkt, an dem ich Theologie ein bisschen nervig finde, weil ich habe mir so schön diesen Vers mit der Ewigkeit in meinem Herzen, habe ich mir so schön ausgedruckt und letztes Jahr an meine Wand gehängt. Ja, das ist doch gut. Aber also,
im Prinzip stimmt es ja trotzdem. Ist auch voll okay, aber genau. Ja, also genau. Ist halt, es stimmt trotzdem, hat es bloß nicht ursprünglich so gemeint, ja. Wahrscheinlich. Aber es stimmt ja. Wen interessiert es? Der klassische Wayne-Train. Ja, aber trotzdem. Ich finde es aber, also ich finde so in diesem ersten Konzept, womit der Prediger so das Leben beschreibt, finde ich es trotzdem irgendwie total spannend, wie sehr uns das aber auch irgendwie in unserer christlichen Denke manchmal einfach herausfordert, weil ich glaube, wir Christen sind manchmal sehr schnell dabei, zu versuchen, das Leben so in Kategorien einzuordnen, ja, und so einfache Erklärungen einfach zu bringen, wie das Leben funktioniert. Und ich glaube, dass es einen ganz großen Teil auch unseres Glaubenslebens manchmal ausmacht und deswegen dieses Buch einfach so unangenehm ist, glaube ich, für viele von uns. Und keine Ahnung, weil wir uns einfach manchmal hinreißen lassen zu sagen, boah, wenn ich, also wie so ein Sprücheansatz einfach so, so krass konstant einfach durchzuhauen, sagen, ey, wenn ich X tue, dann wird Gott Y tun, mhm, oder wenn ich X mache oder denke oder sage, dann wird mir Y passieren oder dann wird mein Leben so und so verlaufen. Mhm. Und oft stimmt es auch, weil es gibt ja auch nicht ohne Grund, gibt es ja auch nicht die Sprüche, die wirklich gute Ratschläge geben und so. Und es gibt auch Prinzipien in der Bibel, die und auch Verheißungen, die Gott uns macht, wo das ja wirklich auch manchmal stimmt, aber voll, ganz oft stimmt es auch einfach nicht, da wo wir so Regeln draus machen und wo wir so versuchen, uns das Leben so ein bisschen, ja, keine Ahnung, vorhersagbarer zu machen. Und keine Ahnung, ich finde das übelst krass, dass irgendwie auch zur biblischen Weisheit hier gehört, was der Prediger sagt, wenn er uns deutlich macht, am Ende bleibt das Leben einfach ein Rätsel und Gottes Wirken ist auch einfach ein Rätsel. Und ich glaube, wir machen uns was vor, wenn wir glauben, wir könnten irgendwas so zu unserem Lebenslauf oder zu unserer Sicherheit mit herbeizaubern, wenn wir irgendwas Krasses zaubern, ist vielleicht auch ein provokantes Wort. Aber wenn wir uns irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise verhalten oder wir versuchen, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten zu greifen und irgendwie früher oder später werden sie uns aber trotzdem wie Rauch durch die Hände fahren, weil es einfach immer auch Situationen gibt, in denen es eben nicht so ist, ja, oder in denen Gott einfach nicht so berechenbar ist oder in denen das Leben einfach nicht so läuft, wie wir es gedacht haben, dass es laufen sollte. So. Und ich finde, deswegen ist es wichtig, finde ich das total wichtig, diese Predigerperspektive aufs Leben zu haben, weil ich glaube, für ganz viele von uns ist es eigentlich eine gute Nachricht so. Für viele von uns, die vielleicht mit dem Leben auch ein bisschen Probleme haben und denen es nicht immer gut geht, die atmen vielleicht auf, wenn sie sowas hören und sagen, ja, ist ganz normal, dass das Leben irgendwie ein Mysterium ist und dass das was ist, was man gar nicht begreifen kann. Aber ich glaube, es gibt auch viele von uns, die das irgendwie nervt, so ein bisschen in ihrem Glaubensleben, weil wir, glaube ich, ganz oft so allgemeingültige Gesetzlichkeiten einfach, weil die uns einfach Sicherheit geben und weil es einfach irgendwie, keine Ahnung. Und das, also berühmte Beispiele davon sind, keine Ahnung, das Wohlstandsevangelium oder was weiß ich, aber wo man sagt, oh, wenn ich bestimmte Art und Weise lebe, dann werde ich wohlständig oder keine Ahnung, wird es mir gut gehen oder auch irgendwie, wenn ich so und so das bete oder so, dann werde ich vor Krankheit sicher sein oder vor Gefahren sicher sein und was weiß ich. Und ich glaube, dass so manche Gesetzlichkeiten, die wir uns irgendwie so ein bisschen zurechtgebastelt haben, guckt sich der Prediger hier irgendwie an und denkt sich, ja, aber nö. Hm. Und es ist total mies, finde ich. Ich glaube, wir versuchen irgendwie oft, das Leben so einfach wie möglich zu machen. Also wenn das passiert in meinem Leben, dann muss es auch irgendwie so einen Grund dafür geben. Also wenn ich Krankheit lebe, dann liegt es daran. Oder wenn es mir gut geht, dann liegt es daran. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Aber ich habe als kleines Kind, hatte ich in der Schule nicht so eine gute Zeit. Und ich habe manchmal zu Hause irgendwie, also in meinem Kopf war da einfach ein Zusammenhang zwischen, oh, ich bin irgendwie kein guter Mensch oder was weiß ich. Oder ich habe irgendwie Fehler gemacht und deswegen sind Kinder gemein zu mir oder so in der Schule. Und dann saß ich manchmal zu Hause und habe einfach ganz viel Buße getan und habe dann gehofft, dass es in der Schule am nächsten Tag besser geht. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass meine Mom da einmal ins Zimmer reinkam und mich halt so gefragt hat, was ich eigentlich mache und so. Und dann habe ich halt so ein bisschen versucht zu erklären. Und meine Mom einfach, hey, sag mal, das ist voll der Aberglaube. Und also, keine Ahnung, Gott funktioniert einfach nicht so. Also kannst Gott nicht dazu drängen, irgendwelche Sachen zu machen, nur weil du jetzt gerade, keine Ahnung, denkst, da gibt es irgendwelche Zusammenhänge oder was weiß ich. Und es war für mich ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen, aber es stimmt halt einfach und ich glaube, dass es voll wichtig ist, unsere Erwartungen dann manchmal so ein bisschen einzuordnen zu lassen von so einer Perspektive, die der Prediger hier zum Beispiel hat, und auch so manche Versprechen, von denen wir denken, dass sie Gott uns eigentlich gemacht hat, auch nochmal zu hinterfragen, ist es wirklich so? Mhm. Oder geht es mir nur besser damit, dass ich denke, dass es so ist oder keine Ahnung? Das heißt nicht, dass wir nicht daran glauben, dass Gott also Wunder tun kann oder Menschen übers Heil, also super schnell heilen kann. Oder überhaupt nicht. Genau.
Und es bedeutet auch nicht, dass wir nicht dafür beten sollen. Also wir, beten, dass das Wunder passieren und Heilen passieren und crazy Sachen passieren in dieser Welt und wir glauben auch fest daran. Aber ich glaube, manchmal tendieren wir als Christen vor allem, also reden eigentlich ein bisschen später darüber, über Eskapismus, dass wir manchmal als Christen uns von der Realität irgendwie fernhalten wollen, weil wir oft nicht gut damit klarkommen. Und ich glaube, man sieht es oft bei dem ganzen Thema Leid. Also das ist super oft ein Thema, warum Menschen dann vom Glauben weggehen irgendwann, weil sie nicht klar damit kommen. Und wenn wir einfach billige Antworten drauf packen und sagen, es liegt daran oder es liegt an was auch immer, dann früher oder später ist es herausfordernd. Und dieser wichtige Aspekt des Predigers, dass wir das Werk Gottes nicht völlig ergründen können, ist auch irgendwo neutestamentlich. Ne? Paulus schreibt in 1. Korinther 13, die Erkenntnis ist Stückwerk. Also wir können eine gewisse Erkenntnis gewinnen und ist auch gut. Wir dürfen Dinge glauben und fest glauben und auch davon überzeugt sein, aber es gibt bestimmte Felder, die bleiben einfach ein Stück weit mit Fragezeichen versehen. Und es ist ja auch nicht zuletzt so, wir glauben ja nicht an eine Theorie als Christen, wir glauben ja nicht an ein bestimmtes Konzept von Wahrheitssätzen, sondern wir glauben an eine Person, die Weg, Wahrheit und Leben ist, nämlich an Jesus. Nein, wir glauben nicht an irgendwelche Lehrsätze in erster Linie, sondern wir glauben an eine Person und da ist eine Beziehung im Vordergrund und eine Beziehung lebt auch nicht davon, dass man alles weiß oder zu jeder Frage des Lebens eine Antwort hat, sondern dass man eben jemandem vertraut. Ne? Und der Prediger gibt uns hier Anlass dazu, darüber nachzudenken, dass wir nicht alles ergründen können. Genau. Und das stellt der Prediger fest. Und das bringt uns zu unserem nächsten Punkt, nämlich exzessives Streben nach Erkenntnis, Erfolg und Reichtum hat keinen bleibenden Wert. Das ist ein Schlagsatz, den euch alle richtig gut merken könnt. Schlagsatz. Man könnte auch sagen, rich, rich, baby, nope. Das ist hier unsere Notiz in unserem Skript. Genau. Rich, rich, baby, no. Diesen Abschnitt lernen wir euch jetzt nicht vorlesen, weil es einfach sonst zu lange dauert. Im Prinzip ist es dann so, der Prediger, der hier auch im Gewand des, also in Gestalt des Königs von Jerusalem rüberkommt, der stellt fest, okay, das Leben ist Hevel, scheiße. So, und er schreibt dann quasi, dann, let's go, Weisheit. Ich sammle mir so viel Weisheit, wie nur geht und erforsche alles, was ich kann. Er ist da fast schon euphorisch beim Beschreiben, dann sagt er, aber im Endeffekt ist auch das auch alles Haschen nach Wind. Krummes kann man nicht gerade machen, und Fehlendes kann man nicht zählen. Mhm. Ist sein Resultat. Ja, Weisheit ist schön und gut, aber irgendwo kommst du mit Weisheit und Beobachtung des Lebens auch nicht übelst weit. So, das ist alles Haschen nach Wind. Und er schreibt dann, wer seine Erkenntnis mehrt, mehrt auch den Schmerz. Ne? Also Leute, die viel wissen, die sich viel auseinandersetzen, die haben halt oft auch mehr Leid und mehr Schmerz. Also jetzt nicht physisch, sondern irgendwie innerlich, ne? So, dann sein nächster Ansatz ist, wenn es mit der Weisheit nicht so übelst gut geklappt hat, dann versuch es mit der Freude und mit dem Genuss von Guten. Und er fängt an, Wein zu trinken und er fängt an, sich so in einem guten Maß, aber schon auch zu berauschen ein Stück weit. Dann will er auch noch übelst krasse Sachen bauen, große Dinge, Häuser baut er sich, Weinberge, Gärten, Parks, Obstbäume, Teiche. Er baut sich eigentlich so ein kleines Paradies und kauft sich dann auch Sklaven, obwohl er schon welche hat. Er kauft sich Rinder, Schafe, Silber, Gold. Also dieser ganze Reichtum und Prunk wird hier sehr ausführlich beschrieben in dieser Passage. Die findet ihr übrigens in Kapitel 1 und Kapitel 2 vom Predigerbuch. Und dann hat er auch noch Frauen über Frauen natürlich, ne? Das ist ein Rich, Rich Baby. Und dann sagt er aber, ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten. Ich musste mir keine einzige Freude versagen. Und so war ich glücklich nach all meiner Mühe. Okay, er war irgendwie erstmal glücklich in all dem. Dann schreibt er aber, doch als ich mir alles ansah, was ich getan und erreicht hatte und die Mühe bedachte, die ich dafür aufwenden musste, da war das alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Schön, ne? So. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber es gibt Jim Carrey, also der ist ein Aktor, also Schauspieler. Ein Aktor. Ein Schauspieler. Er ist Comedian als erstes eigentlich, oder? Nee. Hat er nicht Comedy auch gemacht? Echt? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ein Comedian. Schauspieler. Von Bruce Almeschtig zum Beispiel. Spieler Jim Knopf. Der Grinch. Der Grinch. Was hat er noch gespielt? Kein Ding. Was hat er noch gespielt? Die Maske? Maske 2. Ja, yeah, Grinch. Grinch. Klassiker. Genau, aber auf jeden Fall, der hat gesagt, weil ich glaube, manchmal stellen wir uns vor, wenn ich nur genug hätte, wenn ich nur genug Geld hätte, dann wäre ich reich, dann wäre ich glücklich. Oder wenn ich berühmt wäre, dann wäre ich glücklich. Und der hat geschrieben, ich habe es gefunden,
und dann für euch übersetzt. Ich wünsche mir, dass jeder reich und berühmt sein könnte, damit sie sehen könnten, dass das nicht die Antwort zu irgendwas ist. Geil, Jim Carrey. Ja, Klassiker. Ist das ein Zitat? Ich habe das Zitat auch gesucht. Hä? Mein Zitat heißt was so. Was ist das Zitat? Mein Zitat. Ich wünschte, jeder würde reich und berühmt werden. So könnten alle erkennen, dass das nicht die Antwort ist. Hä? Das ist ein schöneres Deutsch. Aber das kann nicht stimmen. Okay. Das passt auch zum Prediger. Ne? Man kniet sich irgendwo rein und man hat es voll drauf. Und dann kommt jemand um die Ecke, der einfach besser gemacht hat. Sorry. Nee, aber es ist einfach, also es ist keine Ahnung, so ein tiefes, ich finde es voll gut, weil es wird so beschrieben, es das, wird einfach nach etwas, hast, nach etwas versucht. Ach oh Mann, es tut mir wirklich leid, Schüssel, das ist okay. Dass das, ich das versaut habe für dich. Aber es wird einfach hier, der König, der sucht einfach nach Sachen, die irgendwie bleibend sind, die irgendwie einen bleibenden Effekt haben, die das Leben irgendwie besser machen und die das Leben irgendwie lebbar und sinnvoll und sich lohnend machen so. Und auf diesem Weg also begegnet er einfach ganz viel Enttäuschung auch einfach, während er die ganzen Sachen ausprobiert und so. Und ich finde es voll wichtig, was Jim Carrey da gesagt hat. Weil man sich immer, weil es schon so ein bisschen so ist, aber man denkt, stellt sich immer Sachen vor, oh, so ein Leben zu haben, das wäre viel leichter, oder so ein Leben zu haben, das wäre viel besser. Wenn ich das und das hätte, dann würde es mir viel besser gehen und so. Yeah. Und dann hätte ich was bleibt, dann hätte ich ein bisschen Stabilität und was weiß ich. Aber ganz oft ist es einfach nicht so. Ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt, gerade wenn es um Geld geht, ich glaube, gerade wenn man arm ist oder was weiß ich, dann ist eine bestimmte Summe an Geld schon auch was das Leben durchaus besser macht. Und ich würde jetzt niemals zu jemandem Armen gehen und sagen, hey, Geld macht aber auch nicht glücklich, ne? Mhm. Weil das schon auch irgendwie Quatsch ist. Und wenn jemand in Armut lebt, dann ist Geld schon auch wichtig für einen guten Lebensstandard und irgendwie ein angenehmes Leben. Aber das ist einfach, keine Ahnung, so ein klassisches, so ein D-Climax, von dem, wo man sich vorher einfach übelst viel erhofft. Und dann ist es so ein das ist wie ganz doll niesen müssen und dann nicht niesen können. Also, so. Ja. Ja, also vor allem dieses exzessive Streben danach. Also ich glaube, wie du schon gesagt hast, so ein gewisses Streben nach Verbesserung der Lebensumstände ist völlig, völlig normal. Und voll. Das macht jeder Mensch automatisch. Und wer das nicht kann, der ist echt arm dran. Ja, aber dieses exzessive danach Streben oder es selbst in die Hand nehmen wollen, ne, das führt hier beim Prediger dazu, dass er sogar schreibt, da hasste ich das Leben, ne? Denn alles, was unter der Sonne getan wird, war mir zuwider, alles ist nichtig und dann Haschen nach Wind. Oder dann sagt er noch, da hasste ich alles, was ich mir so mühevoll erworben hatte. Ne? Also diese ganzen Sachen, die er sich aufgebaut hat, in den ganzen Häusern, in den ganzen Frauen, hat er angefangen, er ist ihm alles überdrüssig geworden und hat keine Freude mehr daran gefunden. Hat dann festgestellt, dass das hat ihn auch zur Verzweiflung geführt. Genau, Vers 20, Kapitel 2. So kam ich dazu, an all dem zu verzweifeln, wofür ich mich unter der Sonne abgemüht habe. Sogar Verzweiflung, ja. Also es mag bestimmt reiche Leute geben, die voll glücklich sind und ausgewogen leben, aber es gibt ja echt viele Biografien, wo Reichtum und wo man sich eigentlich alles ermöglichen konnte, nicht wirklich zu einem erfüllten Leben geführt hat, sondern eher zu einem Absturz des Lebens geführt hat. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den Account El Hotzo kennt auf Twitter oder auf Instagram. Ja, postet der manchmal, der postet einfach so lustige Takes Tag übers Leben halt einfach. Der postet einfach so ein paar Sätze, die ein bisschen lustig sind, das Leben so ein bisschen auf die Schippe nehmen, ja, genau. Und er hat letztens heute gepostet, man arbeitet und dann ist man unglücklich und dann kauft man sich irgendwas und dann ist man kurz ein bisschen glücklich und dann geht man wieder arbeiten. Und das ist so ein bisschen das, was ja auch so ein bisschen beschrieben wird, dieses, also, und dass einem das Geld einfach auch ganz oft durch die Finger rinnt einfach und dass man versucht, das irgendwie zu greifen und irgendwie sich was aufzubauen, aber es ist einfach nicht oft nicht den Effekt hat, den man sich erhofft. Ich kenne das manchmal, ich persönlich mag Mode sehr gerne und ich kenne das super gut davon, dass ich manchmal übelst, keine Ahnung, übelst coole Sachen sehe oder so und dann möchte ich mir wieder was gönnen, klamottenmäßig, was irgendwie cool ist und dann gönne ich mir das und denke, oh, wenn ich das habe, dann habe ich einen richtig gut ausgestatteten Kleiderschrank und dann kann ich es erstmal ruhen lassen und dann komme ich erstmal ganz gut klar und so. Aber es ist einfach nie so. Also ich kaufe mir das einfach und dann denke ich mir, ja, jetzt brauche ich aber auch noch das und jetzt brauche ich auch noch das. Und es macht, ist eigentlich eher, es ist nie so ein Zufriedensein mit dem, was ist, sondern mehr so ein, oh, jetzt sehe ich noch andere Sachen oder wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich mir, war es überhaupt so cool oder keine Ahnung und es macht einen unsicher. Und ich finde es spannend, dass der König hier halt dieses, auch so ein bisschen, wenn man auf die Metapher des Rauches zurückkommt, so ein bisschen versucht, nachdem er sich das alles angeschafft hat, so versucht nach dem Rauch zu greifen, so er guckt sich das nochmal an, will so ein bisschen Sinn auch dahinter finden und so und er schafft sich alles mal an, was er sich vorstellen kann und dann hat er alles und dann sieht er sich es genauer an
Und es rinnt total durch seine Finger und er sagt ja, eigentlich gibt es in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Das heißt, er hat nach irgendwas da drin gesucht, was, oder in diesem Leben nach was gesucht, was bleibenden Gewinn hat, irgendwie was beständig ist, was Glück oder was Sicherheit oder Freude ist oder was auch immer. Aber er findet es einfach nicht. Und es ist so ein bisschen so dieses Rauchding von wegen, ich versuche danach zu greifen und es überall anzufassen und es zu mir zu ziehen, aber es funktioniert einfach nicht so. Cool. Ja, das ist eine gute, wichtige Perspektive fürs Leben. Wir sollten uns nicht einreden, dass wir auf eigene Faust mit hundertprozentiger Gewissheit Glück generieren können. Hm. Dem ist einfach nicht so. Und auch reiche Menschen machen die Erfahrung und diese Erfahrung hat auch der Prediger gemacht. Ja. Und das ist einfach wichtig, dass wir das wissen, ey, Reichtum ist schön und gut und so, aber hat auch einfach nicht, kann nicht das einhalten, was es zu versprechen meint. Hm. Dazu gibt es auch ein Zitat, ich habe vergessen, von wem es war, aber es gab, irgendjemand hat mal gesagt, das Glück, also wenn Glück das Ziel deines Lebens ist, dann wirst du es wahrscheinlich nie erreichen. Glück ist immer ein Nebenprodukt von irgendwie, wenn du in die richtige Richtung gehst, dann ist Glück ein Nebenprodukt so, davon. So. Stellt sich so ein. Ja, genau. Solche Sachen, ja. Okay. Ist echt spannend, spannende Perspektiven. Also, Rich Rich Baby, nope. Nope. Funktioniert nicht. Und dann macht der Prediger in unserer ersten Folge noch eine andere Erkenntnis. Und zwar die schlichte und einfache Erkenntnis, wir werden alle sterben. Yay! Wir werden alle draufgehen, wir werden alle irgendwie mal verbuddelt werden. Das ist nur positiv, diese Podcast, ne? Ja, es kommt noch was Gutes. Keine Angst, es kommt heute? Was Gutes. Heute kommen noch gute Sachen, ja. Ich fand es bis jetzt auch gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Also für jemanden, der das Leben sowieso nicht so einfach findet, ist das alles eigentlich ganz hilfreich. Das ist alles hilfreich. Sehr schön bis jetzt, okay. Ja. Genau, also dritter Schlagsatz, wir werden alle sterben. Dazu den Text mal Kapitel 3, ab Vers 16. Wer hat Bock, den mal vorzulesen? Tristan. 3 was? 21? Nee, 3 ab Vers 16. Ab Vers 16? Bis Schluss. Von Vers? Ach ja, also nicht bis vom... Bis zum Ende des Predigerbuchs, nee. Nicht vom Buch. Noch etwas sah ich unter der Sonne. Am Ort des Rechts war Unrecht. Zur Stätte der Gerechtigkeit war die Ungerechtigkeit gekommen. Da dachte ich... Schließlich ist es Gott, der den Gerechten und den Ungerechten richtet. Denn für jedes Vorhaben gibt es Zeit und so auch für alles, was dabei geschieht. Ich sagte mir, es ist wegen der Menschen. Gott will sie prüfen, damit sie einsehen, dass sie selbst auch wie die Tiere sind. Denn Menschen und Tiere haben genau dasselbe Geschick. Die einen wie die anderen müssen sterben. Sie haben beide denselben Lebensgeist. Nichts hat der Mensch dem Tier voraus, denn alles ist nichtig. Alle kommen an ein und denselben Ort. Aus dem Staub der Erde ist alles geworden. Zum Staub der Erde kehrt alles zurück. Wer weiß denn, ob der Lebensgeist des Menschen nach oben steigt und der Lebensgeist der Tiere hinab in die Erde? Okay. Der Text hier am Anfang mit dieser Ungerechtigkeit, das lassen wir uns einmal weg. Das kommt in anderen Folgen noch zur Geltung. Hm. Aber der Prediger will hier, kommt ja zu dem Schluss irgendwie, Gott will irgendwie durch das ganze Treiben, dass wir zu dem Schluss kommen, wir sind nicht anders als Tiere. Nice. Das ist eine spannende, kontroverse Aussage erstmal. Keine Sorge, es geht nicht darum, dass wir irgendwie nur, in Anführungszeichen, Tiere sind. Tiere sind ja auch nicht nur Tiere, sondern Tiere sind Tiere. Punkt. So. Was auch immer das sogar ist. Damit würde ich sagen, es wäre gar keine Abwertung, Tier zu sein. Das ist voll philosophisch. Du meinst, Tiere sind auch wertvolle Lebewesen. Volle Kanne, richtig. Und naja, man kann ja sagen, aus einer biologischen Sicht sind wir auch irgendwie Tiere, ne? Wir haben ähnliche Organe wie manche. Egal, anderes Thema. Oh, so. Das ist aber ein kontrovers, Thaddeus. Aber auch wie Bananen. Aber darum geht es dem Prediger ja gar nicht. Ihm geht es ja null um irgendwelche evolutionsbiologischen komischen Gedanken oder irgendwas. Nein, dem geht es darum, uns deutlich zu machen, wir müssen sterben. Genauso wie Tiere eben auch sterben müssen. Das ist der Punkt, den ich hier bringen will. Ja. Ja, die einen wie die anderen müssen sterben. Sie haben beide denselben Lebensgeist. Ist ja generell in der Bibel bekannt, in verschiedenen Psalmen oder so, dass Gott den Lebensgeist allem gibt, was da irgendwie kreucht und fleucht und lebt. Ja. Ja, und da hängen wir irgendwie alle am gleichen Tropf. Klar haben wir ja nochmal unterschiedliche vielleicht Funktionen in der Rolle. Wir als Ebenbilder Gottes hier, die wir auch Verantwortung für die Schöpfung haben, können irgendwo ein Stück weit auf eine gesunde Art und Weise über den Tieren stehen. Aber darum geht es dem Prediger hier gar nicht. Er will halt einfach die Parallele aufmachen. Hey, eine Kuh stirbt, ein Hund stirbt, ein Löwe stirbt und du stirbst auch. Du Mensch. Da kannst du noch so einen krassen
Stand vor Gott haben. Du bist ja. Irgendwann bist du auch tot. Ja, und in Vers 21, das ist ja diese spannende Frage am Ende, ne, dass die Frage, wer weiß denn, ob der Lebensgeist des Menschen nach oben steigt und der Lebensgeist der Tiere hinab in die Erde? Das ist ein bisschen so ein umstrittener Vers auch. Ja, was auch immer das bedeutet, ja, muss ich ehrlich sagen. Also genau, zum einen kann man das auch ein bisschen anders übersetzen, dann ist das gar keine Frage, sondern eher eine Aussage, dann würde das Ob wegfallen, dann wäre es so eher, wer kennt den Lebensgeist des Menschen, dass er nach oben geht, und wer kennt den Lebensgeist der Tiere, da geht es dann irgendwie, das noch kryptischer dann. Was wahrscheinlich gemeint ist, ist einfach so ein bisschen, es gab wohl die Vorstellung in der Zeit, wo der Prediger das Buch entstanden ist, dass, naja, der Lebensgeist der Menschen geht zu Gott zurück, die sind ja wichtiger als die Tiere, und der Lebensgeist der Tiere, der ja, geht zurück in die Erde, also wird zu Staub, ganz normal, wie die Tiere halt auch. So, durch diese Vorstellung wurde wahrscheinlich so eine gewisse Wertigkeit zwischen Mensch und Tier hergestellt, beziehungsweise irgendwie im Tod des Tieres und im Tod des Menschen wurde ein Unterschied gemacht. Und der Prediger sagt ja immer, wer weiß, ob das wirklich so ist. So, also grundsätzlich kann man auch sagen, ja, der Lebensgeist der Tiere geht vielleicht auch zu Gott zurück, keine Ahnung. Aber er will mit dieser kleinen, spitzen Frage einfach in Frage stellen, ob wir wirklich so anders sind als Tiere, was den Tod angeht. Nein, sind wir nicht. Das ist wahrscheinlich schon einfach die banale Aussage hinter diesem Vers. Genau, und ist im Prinzip... vielleicht fühlen sich manche jetzt irgendwie auf den Chips getreten, hey, ich bin doch kein Tier und so. Ja, du bist kein Tier. Alles gut. Aber du musst sterben, genauso wie ein Tier auch sterben muss. Und das ist unsere Verbindung zu Tieren. Gibt es auch mehrere, aber und das ist eine ganz banale Beobachtung. Also wir haben festgestellt, das Leben ist Hevel. Wir haben festgestellt, rich, baby, nope. Also ne, Streben nach Erkenntnis, nach Erfolg und Reichtum hat keinen bleibenden Wert. Und wir haben festgestellt, wir müssen alle sterben. Ja. Das sind erstmal so drei ganz banale Beobachtungen übers Leben vom Prediger. Tja, was machen wir jetzt damit? Naja, ich... Sag mal noch was dazu. Naja, ich finde es halt, also das ist ja nicht nur zwischen uns und den Tieren, sondern ist ja auch die Ungleichheit, die manchmal zwischen uns als Menschen auf der Erde besteht, ist ja dann auch dahin, weil wir auch als Menschen alle, egal wie wir unser Leben so leben, wir werden alle... mit dem Tod enden, so. Also unser Leben hier auf Erden wird alle, also wir werden alle sterben, so. Es sei denn, Jesus kommt zurück. Und es sei denn, ja genau, es sei denn, morgen kommt Jesus zurück, dann werden einige von uns nicht sterben. Aber ansonsten, wenn das Leben ganz normal vorbei weiterläuft, dann werden wir alle sterben. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, also das ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen ernüchternd, aber auch gleichzeitig sehr hilfreich irgendwie, weil es irgendwie auch zeigt, ey, meine Zeit ist begrenzt, egal wie sehr ich das versuche hinauszuzögern, auch als Mensch oder was weiß ich, davor wegzurennen oder keine Ahnung was zu machen. Meine Zeit ist begrenzt, das heißt, es ist wirklich eine sinnvolle Frage, wofür will ich sie denn eigentlich nutzen, die Zeit, die ich habe, oder wie soll ich das Leben jetzt navigieren, wie kann ich das wirklich auch bewusst gestalten? Wir haben schon gemerkt, irgendwie, das, was sich nicht so lohnt, ist irgendwie krasser Reichtum. Das, was sich nicht so lohnt, ist Überbetonung von Weisheit, 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 ich muss alles verstehen und so. Was auch nicht so lohnt, ist sich jetzt irgendwie in Gelüsten und keine Ahnung, was weiß ich, irgendwo da reinzugeben und sich da zu verlieren. Und irgendwie sind das alles Sachen, da renne ich irgendwie dem Wind hinterher und versuche den zu fangen, aber kriegt es nicht hin. Das heißt, die Frage ist eigentlich, worauf wir jetzt noch versuchen, die Antworten zu geben, die in den ersten drei Kapiteln stehen. Was lohnt sich denn eigentlich, wenn sich das alles nicht lohnt? Weil das Leben einfach Hevel ist, also nicht greifbar und irgendwie vergänglich. Was lohnt sich denn dann tatsächlich? Das ist also so, finde ich, ein bisschen die Frage, die sich hier automatisch stellt, wenn man über den Tod nachdenkt. Ja. Das ist ja wirklich die Frage, ey, worauf setze ich denn meine Prioritäten, wenn meine Zeit begrenzt ist? Was soll ich denn jetzt machen, so, damit sich das lohnt? So? Gerade vor dem Hintergrund, dass der Prediger nur das Leben unter der Sonne grundsätzlich erstmal kennt. Ne? Eben, ja. So. Und da haben wir euch nämlich Verse vorenthalten. Aha! Aus den klassische Manipulation. Drei Kapiteln. Und diese Verse, die wir jetzt euch vorlesen werden und wo wir noch ein bisschen drüber sprechen wollen, kann man so ein bisschen als die Antwort des Predigers auf das Leben unter der Sonne betrachten. Diese Verse, ich nenne sie jetzt einfach mal Schlussfolgerungsverse, die werden im ganzen Predigerbuch immer mal wieder auftauchen. Die klingen immer relativ ähnlich und in denen geht es immer irgendwie darum, das zu tun, was ich euch jetzt gleich vorlesen werde. Ich will es euch nicht verraten, denn die Antwort des Predigers auf das Leben ist gar nicht mal so scheiße in meinen Augen. So nett. Nach dem Text nämlich, wo der König Prediger quasi feststellt, naja, das mit dem Genuss und mit dem reichen Zeugs hat alles nicht geklappt, steht nämlich Folgendes in Kapitel 2, Vers 24. Da steht,
Ein Mensch kann nichts Besseres tun, als zu essen und zu trinken und sich etwas Gutes zu gönnen von all seiner Mühe. Doch ich sah, dass auch das von Gott abhängig ist. Denn wer kann essen und wer kann es genießen ohne ihn? So, hier erstmal einen. Dann haben wir noch einen nächsten Schlussfolgerungsvers in Kapitel 3, Vers 12. Ich erkannte, dass sie nichts Besseres zustande bringen, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Wenn ein Mensch isst und trinkt und etwas Gutes sieht, dann ist das bei all seiner Mühe doch auch eine Gabe Gottes. Ja, das lasse ich mal weg. Okay. Und dann haben wir noch einen weiteren Schlussfolgerungsvers in Kapitel 3, Vers 22. So habe ich eingesehen, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freut an seinem Tun, denn das ist sein Teil. Wer will ihn denn dazu bringen, zu sehen, was nach ihm sein wird? Mhm. So, also die drei Verse, die ich jetzt vorgelesen habe, die waren immer so nach diesen, sage ich mal, Texten, die wir jetzt besprochen haben, ja, die ja eher so ein bisschen, ja, für manche vielleicht negativ rüberkam, nach diesen tristen Texten, also nichts mit dir zu tun, tristen, kamen diese eigentlich positiven, lebensbejahenden Antwortsätze, die ja letztlich nichts anderes sagen, okay, gut, wenn das Leben halt so ist, wie es ist, wenn das Leben eben so unkategorisierbar ist, wenn wir dem irgendwie ausgeliefert sind, ja, Hevel ist, wenn Streben nach Reichtum irgendwie auch nicht, wenn man das nicht, Glück nicht generieren kann und wenn man eh alle sterben müssen, okay, dann, was ist die Antwort? Dann machen wir das Beste draus, ja? Richtig. Dann, ja, Jesus. Genau. Jesus ist immer die Antwort, aber genau, dann versucht das Leben zu genießen an den Stellen, wo es gerade möglich ist. Ja. Ja. Wir haben auch gesehen in den Versen, es hängt auch von Gott ab, also es gibt hier auch keinen Automatismus. Aber Gott ist irgendwie der, der Momente schafft, in denen auch Schönes passiert. In all diesen schwierigen Lebensumständen, in all diesem Hevel, in all diesen Tod, dem wir auch begegnet sind. Nee, ja. Es gibt immer auch schöne Dinge. Es gibt ein gutes Essen. Es gibt schöne Dinge, die man mal macht und dann freut man sich drüber. Und ohne diese kleinen Momente, ohne diese, sag ich mal, lebensbejahenden Freuden des Lebens, würden wir es in diesem Hevel-Leben unter der Sonne nicht aushalten. Und das ist eigentlich der Ansatz des Predigers. Hey, konzentriert euch auf die schönen kleinen Dinge. Genießt das Leben auch, so gut es eben geht und möglich ist in euch gerade. Geschenkt ist von Gott und so werdet ihr es schaffen. Das ist eigentlich immer wieder die Quintessenz, die der Prediger zurückkommt und die wir auch in den nächsten Folgen immer wieder auch sehen werden. Ich finde es ein bisschen, also das ist das ist ein Prinzip oder ein Ratschlag, den man irgendwie nicht so oft hört, finde ich, in christlicher Bildung und was weiß ich und Ratschlägen über das christliche Leben und so. Weil ich finde, wir reden viel mehr darüber, ey, lass uns Schätze im Himmel sammeln und lass uns, wir sind hier nicht zu Hause, es ist ja alles nicht, das bringt ja alles nichts so. Und weil es alles vergänglich ist, dann verschwende ich deine Zeit damit und was weiß ich. Und ich finde es total schwierig, das auch so zusammenzubringen, die zwei Sachen. Weil genießt dein Leben tatsächlich für mich jetzt nicht der klassische christliche Ratschlag ist eigentlich so. Voll. Also ja. Ich finde es auch ein genießtes Leben mit Jesus, mit Gott zusammen. Es ist nicht ein, weil es ein Geschenk von ihm ist. Genau, also es ist nicht ein komplett losgelöstes Ding. Also und du hast auch vorhin von wir leben in Beziehung mit Gott zusammen. Und das sollte unsere Grundlage sein für diese Freude. Es ist nicht nur ein versuch mal irgendwie das Leben zu genießen von weltlichen Dingen, sondern mit Gott, mit den weltlichen Dingen zusammen. Du kannst mit der Aussage des Predigers nicht leben. Aber ich finde, doch, weil ich finde, also, und da sind wir wieder bei diesem Eskapismus-Ding. Ich glaube, wir als Christen tendieren irgendwie dazu, uns von Dingen irgendwie zu entfernen oder von Dingen zu fliehen, weil es uns manchmal schwerfällt, irgendwie mit der Realität klarzukommen. Und dass es manchmal übel schön ist, ja, klar, aber dass es das Leben auch manchmal übelst herausfordernd ist und teilweise übelst beschissen ist, irgendwie damit auch klar zu kommen, finde ich persönlich, und ich sehe es auch bei vielen Christen, dass es übelst herausfordernd ist teilweise, und gefühlt die zwei extremen Positionen, die wir dann haben, entweder wir verneinen die Realität und sagen, dass es eigentlich nicht so ist, wie es wirklich ist, und dass wir vielleicht sogar Dinge also nur mit geistlichen Augen betrachten müssen und dann, wenn wir das richtig betrachtet haben, dann werden wir die Lösung finden für unsere jetzige Situation. Oder
falls ihr gerade Tristan Bauch gehört. Der hat Hunger. Hilfe mir. Also haben wir diese Position oder wir können irgendwie nicht so richtig klar mit dem Leben hier und jetzt kommen. Und deswegen haben wir, was Tamara auch gesagt hat, haben wir nur eine Perspektive, eine Position auf, mit einer Hoffnung auf etwas, was danach kommt. Also quasi Himmel. Und das ist auch ein bisschen Eskapismus, finde ich. Weil ich finde, Gott will eigentlich hier und jetzt etwas mit uns machen. Also eine Art Neuschöpfung hier jetzt reinbringen, die endet mit einem erneuten Himmel, die auf eine erneute Erde kommt. Und es hat mit Jesus begonnen. Aber ich glaube, wir dürfen hier und jetzt mit Jesus das Leben auch genießen. Mhm. Du meinst, Leben als Christ, es geht nicht nur darum, was nach dem Tod passiert, sondern es geht auch darum, wie ich mein Leben jetzt hier gestalte und was hier passiert. Also, und ich finde es voll wichtig, weil ich finde, in diesem irgendwie banalen Ratschlag vom Prediger, so einfach so, ja, dann ist es halt so und dann genieß halt das Gute, was Gott dir schenkt. Finde ich ein bisschen, also finde ich auch schön, dass da irgendwie drinsteckt, akzeptiere das Leben so, wie es ist. Also diese ganzen Dinge, die das Leben ausmacht, die du nicht greifen kannst, die total verwirrend sind und die irgendwie auch manchmal ungerecht sind und nicht schön, akzeptiere das, dass es so ist. Versuch das anzunehmen und versuch das nicht so die ganze Zeit wegrationalisieren oder wegzuerklären oder wegzubeten, auch keine Ahnung, oder da irgendwie andere Gründe dafür zu finden und dann irgendwie da rauszukommen, sondern versuch das einfach zu akzeptieren, dass es so ist, weil es ist so. So, und dann finde ich, schafft es auch viel mehr Raum, eine andere Art der Freude zu finden, also einfach diese Dankbarkeit zu finden und diesen Genuss zu finden oder die Augen zu haben für das Schöne, was es trotzdem jeden Tag gibt, weil ich mir nicht die ganze Zeit Gedanken darüber mache, also das kann ich nicht verstehen und das ist kacke und aber irgendwie muss ich doch noch das erreichen und so. Ich finde, es gibt auch eine ganz große Gelassenheit, mit dem Leben jetzt hier umzugehen und deswegen auch, also ja, also ich finde es klingt super banal, aber ich finde, da steckt echt viel dahinter, was einem so ein bisschen extra Schweiß ersparen kann, so im Leben. Ich finde es ein sehr freundlicher Rat vom Prediger, hey, genieß das Leben so gut es halt geht oder an dem Essen, das werden wir später noch sehen, an der Frau oder sowas. Was sind die schönen kleinen Dinge des Lebens? Und das ist aber auch ein Stück weit eine Kunst, das zu leben. Ne? Denn wir haben ja gesehen, man kann ja auch von der einen Seite vom Pferd fallen, dass man sagt, ja, ich genieße nur noch, sag ich mal. Ja. Ich strebe danach übelste Sorte, da wird man auch wahrscheinlich nicht glücklich werden. Man kann aber auch vielleicht zu asketisch leben, so nach dem Motto, ja, ich bin ja Christ und da kommt die Welt und so, weg damit und, und die Freuden der Welt, damit will ich nichts zu tun haben. Also ja, ich lebe ganz, ganz bescheiden und gönne mir nie mal was. Und wenn, dann fühle ich mich immer schon halb schlecht, wenn ich dann nochmal ein geiles Essen oder mal einen geilen Film oder mal ein geiles Bier mir reinziehe oder so. Das sind so zwei Pole, sage ich mal. Und der Prediger will es eigentlich in die Mitte stupsen, dass er sagt, komm ey, das Leben ist schon scheiße genug. Und das Leben hat auch, wir sind, was weiß ich, gut, das ist jetzt meckern auf hohem Niveau hier in Deutschland. Mein Leben ist überhaupt nicht scheiße, das will ich damit nicht sagen. Aber es gibt Dinge, die uns einfach auf Trab halten, die uns im Hamsterrad des Lebens laufen lassen und komm schon, ey, mach doch mal was Schönes. So, ne? Und so, und das finde ich richtig wertvoll und ich für mich persönlich, ich denke das richtig, ich versuche das richtig schön zusammenzudenken mit Jesus, mit dem Reich Gottes und mit, dass es eben auch um den Himmel geht, der hier auf die Welt kommt oder schon dabei ist, hier Gestalt zu nehmen, wie auch immer. Und ich kann ja tagsüber irgendwie mit dem, was ich tue, auf Arbeit oder mit meinen Beziehungen, kann ich ja nach Gottes Reich trachten. Ich erinnere mich doch trotzdem nicht daran, mich an den schönen Dingen im Leben dabei noch zu freuen. Es muss ja gar kein Widerspruch sein. Es ist ja ein Zusammengehen. Yeah. Ja, ich zum Beispiel, also das ist jetzt ein bisschen die Frage, die mich mal interessieren würde bei euch. Wo hat euch denn das schon mal geholfen, so diese banale Lebensweisheit, sich an kleinen Dingen zu freuen, die haben jeder Mensch irgendwie hoffentlich auch kennt. Wo hat euch das schon mal geholfen, im Alltag oder im Leben klarzukommen? Wo haben wir euch stinknormale kleine Freuden im Leben schon mal echt über einen Tag oder durch die Woche getragen, sage ich mal? Das ist lustig, dass du die Frage stellst, weil ich war ja letzten Sommer in der Tagesklinik. Ich habe ein bisschen mit Depressionen zu tun und so. Letztes Jahr ging es mir nicht so gut und ich war ja da einfach für 9 Wochen oder so war ich in der Tagesklinik. Das heißt, ich gehe da frühs hin und gehe abends wieder heim und habe dann halt die Woche über so Stunden wie so ein Schüler in verschiedenen Sachen halt. Und eine Sache davon war Achtsamkeit. Und das ist auch so ein bisschen, also
da geht es so ein bisschen auch darum, so ein bisschen hier im Hier und Jetzt zu sein, sich nicht die ganze Zeit Gedanken über alles Mögliche zu machen und sich damit fertig zu machen, was könnte passieren und was ist ich, sich aus dem Stress auch mal rauszunehmen und sich mal zurückzunehmen, sich in den Moment zu denken und einfach mal nur hier zu sein und das wahrzunehmen, was ist. So. Und das hat mir voll viel gebracht, weil ich ganz viel drüber nachdenke, was oder ganz viel Probleme habe mit der Tatsache zum Beispiel, dass ich nichts unter Kontrolle habe. Das ist ganz furchtbar für mich und ich finde das sehr, sehr unangenehm. Aber das hilft einfach, sich manchmal auch einfach, ja, seinen Gedanken einfach mal einen Stopp reinzumachen und mal aufzuhören, über alles Mögliche nachzugrübeln, was ich eh nie verstehen werde. Und dann einfach mal nur, keine Ahnung, was zu kochen und zu riechen, wie das riecht. So. Oder was zu essen und zu gucken, wie schmeckt denn das, wie fühlt sich das an auf der Zunge, ist es angenehm und kann ich das irgendwie genießen und kann ich dafür dankbar sein, dass ich das haben darf, so. Oder wir waren im Sommer bei einem Produzenten in Bremen, wir machen auch nebenbei beruflich Musik und... Ist ein bisschen Werbung? Nee, aber das waren zwei super intensive Tage und die haben mich auch irgendwie gestresst und da habe ich mir über alles mögliche Gedanken gemacht und so und dann habe ich mich zwischendurch einfach mal eine Viertelstunde rausgenommen und habe mich einfach vors Haus gesetzt und habe einfach zugehört, was ich so oder keine Ahnung, habe einfach geguckt, was kann ich denn so hören und wie fühlt sich das an. Es war ein super schöner Sommertag und es war so die Sonne auf der Haut und es haben ein paar Vögel gezwitschert und dann hat man hier und da mal noch ein Rasenmäher gehört oder so, aber ich habe es einfach wahrgenommen und habe gedacht, boah, ist eigentlich schön. Und ich muss eigentlich gerade, es ist voll okay, nichts anderes zu machen, als einfach nur das und dafür dankbar zu sein für das, was man hat. So. Und ich finde, das hilft tatsächlich sehr, vor allen Dingen Menschen, die mit dem Leben ganz viel nicht klarkommen, also die im Alltag immer wieder so total überfordert sind oder so, ist das eine Sache, runterzufahren und sich das anzugucken, was man gerade hat und dafür sich darüber zu freuen, ist total hilfreich für sowas. Aber genau das ist auch geistlich, ne? Ja. Also das ist, finde ich, auch echt geistlich und ein Ausdruck von Liebe zu Gott. Nicht, dass man sich jetzt, wenn es einem schlecht geht, man hat einen gestressten Tag in Bremen, dass man dann 15 Minuten betet in der Kammer. Ja, ja. Sondern nein, man darf sich auch 15 Minuten einfach draußen hinsetzen und sich an dem Ambiente freuen. Ja. Das ist genauso geistlich und auch schön und darüber freut sich Gott genauso, würde ich sagen. Also das ist, zum Beispiel Tamara mag, also Essen hilft ihr und irgendwie mal die Situation auf sich wirken lassen. Das sind so die kleinen Freuden in Tamaras Leben, die ihr helfen, im Alltag klarzukommen. Geil, danke Prediger, dass wir das tun. Danke, Prediger. Also danke Gott irgendwo, ja. Das sind ja hoffentlich Gedanken, die von Gott kommen. Ja, ja. Also nicht nur hoffen. Ja. So. Tristan, was hast du für Sachen, für die du dankbar bist? Gute Frage. Also ich glaube, mir geht es auch relativ ähnlich wie bei Tamara. Obwohl ich finde, ich bin so jemand, dem es relativ leicht fällt, im Hier und Jetzt zu leben. Also meine Mama hat immer gesagt, dass ich mir super wenig Gedanken mache über was morgen passiert und sowas. Und trotzdem habe ich in letztem Jahr, würde ich sagen, habe ich für mich festgestellt, dass ich es relativ schwer finde, so richtig zur Ruhe zu kommen. Es dauert relativ lang, bis ich dann, ja, also alle Dinge, die mich teilweise stressen, dann einfach zur Seite zu legen. Deswegen, also wir waren vor zwei Wochen in England. Waren wir vor zwei Wochen in England? Waren wir vor vier Wochen in England? Wir waren über Silvester, über Weihnachten in England. Gut. Wir waren über Silvester in England und es war einfach schön, einfach da keine Verantwortung, keine Termine, keine Pflichtungen, irgendwas zu haben und einfach wirklich das Hier und Jetzt, also wirklich zu genießen. Und ich finde das Zweite, was ich übelst liebe, ist einfach Zeit mit Menschen zu verbringen, wenn Menschen super kreativ sind. Also ich war immer als Student, ich gehe manchmal gerne in einen Club, aber ich bin viel lieber in einer Kneipe mit jemandem, wo du tatsächlich mit Menschen reden kannst. Und ich liebe so Insider-Witze, nicht weil sie andere Menschen ausschließen, sondern weil irgendwas an einem Abend passiert ist, sodass wir jetzt eine witzige Geschichte irgendwie jetzt haben. Das finde ich einfach schön, weil Menschen so kreativ sind. Und ich mag einfach die Kreativität an Menschen. Cool. Tristan, bei dir? Menschen und Kreativität. Ja, bei mir, also ganz banal, ohne Scheiß. Klingt vielleicht ein bisschen versoffen, aber ohne Scheiß Bier. Also, das ist der Beginn des Suchtverhaltens, Tadeusz. Ja, das stimmt. Du hast voll recht. Wenn man Alkohol instrumentalisiert, ist ja gefährlich. Ja. Und meine Frau passt doch auf. Die rückt mich immer. Aber nee, also, ich sag mal so, also an einem Tag, wo viel war und man ist zu Hause und es gibt für mich fast nichts Geileres dann, als Gott dankend ein Bier zu öffnen. Ja. Und das dann zu genießen, schön kaltes. Und
ja, das ist meistens dann noch, kann am Abendbrotstisch sein, wo meine Kinder noch mehr oder weniger unruhig oder auch ruhig teilweise am Tisch sitzen. Aber da kann ich mich dann dran freuen und denke dann immer an so Prediger oder sowas und denke mir so, ja, danke Gott für diese kleine Freude jetzt. Ne? Aber weiß auch drum, dass man da aufpassen muss und das auch ein großes Problem sein kann, Alkohol, auf jeden Fall, Alkoholmissbrauch. Auf jeden Fall. Aber es sind auch so kleine Sachen wie, ich fahre jetzt 20 Minuten mit dem Fahrrad nach Hause und ich höre dabei einen interessanten, spannenden Podcast an. So. Das ist auch was mir meinen Alltag einfach erhält, sag ich, was mir fröhlich macht. Ne? Genau. Und was ist es noch? Keine Ahnung, Fußball spielen. Ja, ich gehe einmal die Woche Fußball spielen. Das ist auch so ein Ding, wo ich einfach, ja, wenn das stattfindet, da bin ich an dem Tag einfach fröhlicher und denke mir, geil, Fußball, ein bisschen Ball um die Ohren schießen. Das freut mich einfach und da habe ich grundsätzlich ein bisschen mehr Stimmung an dem Tag. Also ich habe nie schlechte Stimmung grundsätzlich, aber ne, an dem Tag bin ich heiterer, sage ich mal, und gehe einfach viel fröhlicher durch den Tag, weil ich eben weiß, da kommt noch diese kleine Freude und ich denke mir so, Gott, danke einfach dafür. Und ja, ich finde das, wenn man so unterwegs ist, so von diesen kleinen Freuden auch gesättigt irgendwie, in einem gesunden Maß gesättigt wird, dann fällt es einem auch leichter, fröhlich vielleicht auch seinen Glauben zu leben, zu praktizieren, auch nach außen zu tragen, in diesen Situationen oder auch einfach Gott ganz aktiv mit reinzunehmen und sagen, hey, danke einfach dafür oder so. Und so kann, denke ich, irgendwie auch diese Spannung, die es vielleicht gar nicht gibt, aber die vielleicht auf manchen so wirkt, zwischen Reich Gottes und christlicher Lebensstil und Gebet und irgendwie so Ausrichtung nach Jesus, nach dem Himmel und dieser Prediger-Lifestyle, so kann der eigentlich auch gut zusammengelebt werden. Ja, und das finde ich eigentlich einen coolen Ansatz und bin dankbar für diese Inspiration in Gottes Wort.